Verstanden. Das Opening ist eventuell jetzt etwas laut. Sorry dafür. Das Zwischenstreaming-Projekt Blades of Time. Genau, ich habe keine Uhr hier. Ich bin so. Gut. Die Zeit ist gekommen, meine Brüder. Bald öffnet die Teleportkugel denjenigen von euch die Tore, die sich heute auf die Suche nach Ruhm und Reichtum begeben. Und bald schon werden die Namen derjenigen kundgetan, die nach Dragonland vorstoßen. Ihre Namen werden in der Ruhmeshalle für immer, in Stein verewigt sein. Zusammen mit den Namen der Menschen, die unsere Geschichte genauso sehr verändert haben, wie die Explosion des Sterns. Ich töte nur ungern Schwachköpfe. Sie sind drinnen! Hierher! Ruf die anderen! Los! Ayumi, das war ja zu erwarten. Du hältst dich nicht gern an die Spielregeln, oder? Tut mir leid, Meister. Aber ich setze die Teleportkugel jetzt ein. Es liegt mir nicht, untätig herumzusitzen. Los! Alle zusammen! Naomi! Los! Naja, du hast es verdient. Ich werde dich nicht aufhalten. So, sorry, ich musste mein Headset dafür ablegen. Ja, ein kleines Zwischenprojekt. Ja, genau, ein kleines Zwischenprojekt aus Düsseldorf gerade. Blades of Time. Ja, Blades of Time. Wir haben das schon mal kurz angefangen, werden natürlich aber neu anfangen, weil damals konnte ich das wegen der Streamqualität nicht verantworten, es zu spielen. Hier in Düsseldorf habe ich sehr viel besseres Internet. Zwar einen schlechteren PC, aber dafür besseres Internet, sodass ich das hier ohne Probleme spielen kann. Genau. So, wir machen eine Story, wir machen ein neues Spiel. Ja, ja, alle Fortschritte gehen verloren, richtig. Sorry für das zu laute Intro, aber die Lautstärke kann man irgendwie nicht runterstellen. Warum auch? Endlich geschafft. Legendäre Dragonland. Zum Spiel selbst, es ist ein kleines Schnetzel. Hätte nicht gedacht, dass die mir so schnell über den Weg laufen. Aber wo steckt Zero? Ich dachte, der wäre hinter mir. Ein kleines Schnetzelmetzel. Wirklich aus Stein. Sowas hätte ich nie für möglich gehalten. Mit der wohl schlechtesten Synchro, die man jemals gehört hat. Ziel eines jeden Schatzjägers. Ich fasse es noch immer nicht, dass ich hier bin. Ihr könnt übrigens gerne sagen, ob irgendwas zu laut oder zu laut oder zu leise ist. In Büchern steht, dass eine der Kompassnadeln zum Schatz von Dragonland zeigt. Aber von einer zweiten Nadel stand da nichts. Klasse. So, was haben wir hier? Normales Schwert erhöht durch Feuerzauber bedingte Schäden. Schwert der Drachenmacht. Nehmen wir natürlich. Ziehen wir an. Wie gesagt, den Anfang hier habe ich jetzt schon gespielt. Deswegen. Das ist interessant. Weiß ich bereits, was ich hier tun muss. Aber es sind nur die ersten, weiß ich nicht, die erste Viertelstunde oder was kenne ich von dem Spiel. Und ja, das Projekt wird auf. Wird es wohl auch auf YouTube geben. Als Livestream-Mitschnitt, könnte man sagen. Die Cam könnt ihr übrigens, also die Webcam könnt ihr gelegentlich gerne, kein Problem, ignorieren. Ich nehme hier mit einer ultra alten Microsoft MSN, also Microsoft Messenger Webcam auf, die irgendwie damals mal vor 500 Jahren gut war. Was war das?
Gespenst? Ein Gespenst. Sich an all das zu gewöhnen, wird nicht so einfach sein. Hier gibt es die seltsamsten Phänomene. Zumindest kann ich jetzt alles mit eigenen Augen sehen. Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nur, dass der sagenhafte Schatz hier irgendwo auf der Insel versteckt sein soll. Aber es gibt keine Karten oder Beschreibungen. Kein Wunder. Die Gilde ist schließlich die geheimnisvollste Organisation der Welt. Du vermisst Drachen. Was für Drachen? Wir sind in Dragonland, also werden hier wohl irgendwo auch später Drachen sein. Vor allem, weil da auch gerade eine Drachenstatue war. Also an sich... Die Wächter der alten Schätze sein, genau wie es in den Büchern steht. Wenn das stimmt, ist es ein gutes Zeichen. Habe ich hier gerade einfach nur ein klein wenig Lust auf ein bisschen Schnetzelmetzel. Und das werden wir hier, glaube ich, zu Genüge kriegen. Hast du das... Ich habe wirklich geglaubt, ich würde ein paar Hinweise finden. Du, Fremdling, komm näher. Wer bist du? Ich bin der Geist des Altars. Du betrittst den Dragonland. Dies ist der erste Schritt auf deinem Weg. Ich bin hier, um dir zu helfen. Um mir zu helfen? Ich suche meinen Partner, Zero. Das hat für mich keine Bedeutung. Meine Pflicht ist es, dir dabei zu helfen, Kräfte zu sammeln. Was meinst du damit? Ich bin hier, um den Schatz des Drachentempels zu finden. Wenn du etwas Wichtiges weißt, kannst du mir dabei helfen. Sonst verschwende nicht meine Zeit. Ich rate dir, dich von mir leiten zu lassen, wenn du überleben willst. Hier, mein erstes Geschenk für dich. Ich brauche keine Geschenke. Ich will niemandem etwas schuldig sein. Was hast du getan? Jetzt sind wir miteinander verbunden. Ich werde dich auf deinem Weg führen. Mit meiner Hilfe wirst du siegen. Sag, was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass du den Weg zu Ende gehst. Ich habe dir die Fähigkeit verliehen, die Lebenskraft besiegter Feinde in dir aufzunehmen. Bring sie dann zu meinen Altären. Und du wirst belohnt. Bist du wahnsinnig? Ich brauche das nicht. Nimm es zurück. Meine Geschenke verpflichten dich zu nichts. Jetzt geh. Aber sieh dich vor. Eine große Gefahr lauert auf dich. Hey, warte! Was für eine Gefahr denn? Die beste Informationsquelle, die man sich vorstellen kann. Na toll. Na dann, auf geht's. Was für ein ungutes Gefühl. Das gefällt mir gar nicht. Also ich kann jetzt Key sammeln, wenn ich Gegner töte. Schön. Danke für diese Information. Dann wollen wir mal. Wie heiß. Ist ja unerträglich. Dabei bist du schon. Eigentlich führt dieser Weg nicht ins Zentrum der Welt. Wäre ich nicht auf eigene Faust hergekommen, würde ich denken, ich wäre gerade in der Hölle. Aber vielleicht... Was passiert hier? Bin ich wieder auf was Neues gestoßen? Vor allen Dingen... Nein, verdammt! Ist sie jetzt schon halbnackt. Immer voll Überraschungen. Und die Lava steigt. Ich glaube, sie kriegt einen kleinen Sonnenbrand. Aber ansonsten... Das, was übrigens jetzt... Genau wie erwartet. Was als nächstes passiert, erinnert mich... Und bleib ja nicht stehen. Übrigens stark an Prince of Persia. Mist! Was ist los? Das kann nicht wahr sein. Das bin ja ich. Den Witz finde ich aber gar nicht lustig. Alles steht still. Selbst das Feuer ist komplett bewegungslos. Die Zeit läuft wieder weiter. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, also noch habe ich an sich tatsächlich, ich möchte ihr ungern ins Wort fallen, auch wenn die Synchro dermaßen schlecht ist, also ich weiß nicht, ob das einem gerade auffällt, aber die Synchro ist teilweise echt derbe. Naja, die könnte jetzt gewöhnen. Teufel, Spinnen? Die sind riesig. Woher kommen sie? Ich hasse Spinnen. Ja. Wovon hat der Altar also gesprochen? Ihre Lebenskraft. Ich zapfe sie ab.
Du zapfst die Lebenskraft ab, genau. Ja, wie gesagt, ich habe die ersten 20 Minuten bereits gespielt, deswegen kenne ich das hier alles auch noch. Ich frage mich, wer für die Synchro verantwortlich ist, muss ich gestehen. Also ich müsste mal die Stimme nachschlagen. Hier sieht es genauso aus wie an einem der Orte, die ich in einem alten Buch über Dragonland gesehen habe. In diesem Truhen lagerten einst die großen Schätze alter Zivilisationen. Aber wo soll ich? Dann stieß unsere Gruppe nach Dragonland vor. Doch ich suche dort nicht ganz dasselbe wie die anderen. Hier wimmelt es überall vor unbekannten Pflanzen und Tieren. Und vor mir ist sicher noch nie ein Biologe dort gewesen. Aber genau deshalb bin ich hier. Mir ist bewusst, dass... Hallo? Nee, doch nochmal. Dann stieß unsere Gruppe nach Dragonland vor. Doch ich suche dort nicht ganz dasselbe wie die anderen. Hier wimmelt es überall vor unbekannten Pflanzen und Tieren. Und vor mir ist sicher noch nie ein Biologe dort gewesen. Aber genau deshalb bin ich hier. Mir ist bewusst, dass dieses Land voller Gefahren steckt. Doch ich bin gewillt, den Preis für neues Wissen zu zahlen. Ich werde auf meinem Weg immer wieder kurze Nachrichten hinterlassen. Sie werden dem Leser hoffentlich helfen. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur. Ja, ein Reporter. Gut. Sieht wie ein großer Schalter aus. Was wohl passiert, wenn ich da drauf trete? Ja, ich würde behaupten, das sollen wir jetzt tun. Um die Pfeile am Boden zu aktivieren, musst du eine Weile auf ihnen stehen. Das sind Pfeile? Ja, das ist ganz sicher der Schalter. Das muss der Türschalter sein. Irgendwie tut die mir gerade weh. Ich kann also, was ich kann eine Vorstoßattacke machen, also beziehungsweise nicht Attacke, das ist eher Ausweichen, also ich kann ausweichen. Ich kann schnelle Angriffe machen. Ich kann härtere Angriffe machen. Ich kann springen. Und später kann ich auch noch mehr, das weiß ich auch bereits. Aber dazu kommen wir später. Die sind irgendwie mit diesen Dingen verbunden. Aber was bewachen die eigentlich, wenn all die Kisten leer sind? Nächstes Mal schlaft ihr besser weiter. Ach ja, war da nicht irgendwas? Na komm. Einfach ausschalten. Ich weiß nicht, ob das grüne Zeug hier auf dem Boden giftig ist. Ich werde es einfach mal nicht ausprobieren. Ist das giftig? Scheint nicht so zu sein. Ja, sie hat sich gerade eben... muss die gesamte Zivilisation zerstört haben. Im wunderschönen Satz aufgehangen. Das war... Das ist beim ersten Mal nicht passiert, tatsächlich. Bringt es mir irgendwas, die ganzen Sachen zu zerstören? Gibt es eigentlich irgendwen hier, der das Spiel kennt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß gar nicht, was ich hier einsammeln, muss ich gestehen. Und ehrlich gesagt... Die Farbe dieser Blumen macht mich nervös. Hier, diese Leuchtedinger. Wer zum Teufel seid ihr denn? Nein, 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 bleibt weg. Kusch, raus hier. Geht wieder dahin, wo ihr hergekommen seid. Du hast einen neuen Feind entdeckt. Dann komm mal her. Das erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Ich weiß gerade nicht genau an wen, aber... Das sind Heuschrecken. Ach, das sind Heuschrecken. Ja, natürlich. Das sind Heuschrecken. Spinne. Wächter des Drachenwegs. Heuschrecken, natürlich. Das ist ein Spielfeature, dass die deutsche Stimme so scheiße ist. Kann ich mir gut vorstellen. In aller Welt stellt bloß diese magischen Barrieren auf. Der Altar? Ist er das? Beobachtet er mich? Aber warum sollte er mich aufhalten? Ah, ja, jetzt kriegen wir... noch ein Schatzjäger. Der hatte wohl Pech. Jetzt kriegen wir noch eine neue Fähigkeit, nämlich... Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Eine Waffe.
So, mit der Waffe können wir zielen. Wir sehen über unserem Lebensbalken so ganz viele graue Dinger. Wenn ich jetzt schieße, seht ihr, wie die weggehen. Das ist unsere Munition. Aber wir haben an sich unendlich Munition, müssen halt nur nachladen. Hallo? Nein, 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 nein. Stirb. Du kannst das Gewehr im Schießmodus nachladen. Oh, dankeschön. Das ist eine gute Information. Die braucht dich zwar jetzt nicht unbedingt, aber sie ist trotzdem gut zu wissen. Das könnte mir noch von Nutzen sein. Ich weiß immer noch nicht, was diese Seelen hier sind, die ich hier einsammeln. I don't know. Wir werden es noch rausfinden. Hoffentlich. So, wir sind, glaube ich, relativ bald an der Stelle angekommen, bis wo ich gespielt habe. Das heißt, es ist nicht mehr lange, bis das ganze Spiel wieder blind ist. Sieht er etwa Grimassen? Der schießt vor allen Dingen jetzt gleich auf dich. Danke. Ja, von denen werden wir auch noch ein paar mehr kennenlernen. Wer ist da? Ich höre euch atmen. Kommt raus! Und da hinten kommen ein paar Heuschrecken, wie sie so nett nennen. Hallo? Nicht weglaufen. Dankeschön. Ach so, jetzt, genau, hier sind ja wieder welche, die auf mich schießen. Genau, ich erinnere mich. Oha. Ich möchte nicht getroffen werden. Aua. Sagte sie und wurde getroffen. Sagte er und wurde getroffen, meine ich. Danke. Wunderbar. Ihr gebt wohl niemals Ruhe, was? Einer weniger. Irgendwie. Hallo, 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 hallo. Könnt ihr aufhören, mich hier irgendwie niederzumetzeln? Dankeschön. Was für ekelhafte Monster. Wenn die hier überall auf der Insel sind, weiß ich nicht, was ich dagegen tun soll. So haben wir nicht gewettet. Zero verpasst ja den ganzen Spaß. Wo zum Teufel steckt er nur? Das Schöne ist, dass ich vor kurzem erst Code Gears geguckt habe und deswegen bei Zero immer an jemand ganz anderen denken muss. X-Blade sagt mir, der Name sagt mir was tatsächlich, aber ich habe gerade nicht kein Spiel vor Augen. Ich weiß gar nicht, von wann das Spiel ist. Das war auf jeden Fall im Humble Bundle drin. Ich weiß nicht, von wann das Spiel ist. Menschen, Zero könnte hier irgendwo sein. Los, Leute! Los, Leute, ist gut. Die beiden sind schon tot. Wunderbar. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, warum Frauen in solchen Spielen immer die wenigste Rüstung anhat. Wer braucht denn so ein riesiges Tor? So, hier kriegen wir unsere erste Fähigkeit. Alter, was wartet diesmal auf mich? Genau, welche war denn? Brand, Kältestarre, Brand. Ja, ich will die Kältestarre haben. Also damit das, was ich auch das letzte Mal genommen habe. Ja. Dies ist deine erste Prüfung. Du lernst, deine neuen Fähigkeiten einzusetzen. Es wird Zeit, anzufangen. Hallo, Arti. Du meinst sofort? Ja, sofort. Kältestarre, genau. Wir laden jetzt mit, also normalen Attacken, laden wir unter der Lebensanzeige diese roten Totenköpfe auf. Und für jeden Totenkopf können wir...
eine Attacke machen. Die erste Attacke, die wir jetzt gelernt haben, ist Kältestarre. Es ist ein, ich würde sagen, es ist ein kegelförmiger Bereich, in dem wir einen Schaden machen. Ja, es ist glaube ich, eine Art kegelförmiger Bereich, würde ich behaupten. Das ist unsere erste Zusatzfähigkeit. Ich nehme an, wir kriegen noch sehr viel mehr. Ja, es sind 5 Kegel, also es sind 5 Strähle, die nach vorne gerichtet sind. Das war stark. Die Altäre sind also Kraftquellen. Abgefahren. So, ich glaube, jetzt sind wir an dem Ort, ah, nee, noch nicht ganz. Wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, beziehungsweise. Das könnten die Korallen sein. Dachte mir schon, dass das keine normalen Blumen sind. Ich sollte sie benutzen, um da hochzukommen. Arti, der Spiegel ist da rechts an der Wand. Ich habe mein Zimmer nur komplett umgeräumt. Ich habe mein Zimmer komplett umgeräumt. Ich bin gerade im normalen Zimmer in Düsseldorf. Ich habe da nur also der Spiegel ist rechts von mir, sozusagen. Koralle anvisieren ist mit LT. Achso, LT. Moment, LT. Das ist ja vollkommen falsch. Diamantring. Erweitert den Wirkungsbereich von Feuermagie. Ja, wir haben keine Feuermagie, wir haben Eismagie, dummerweise. Ah, so geht's. Sie scheinen lebendig zu sein. Hoffentlich fällt das nicht runter. Hab ich jetzt irgendeine Kiste übersehen? Oh, hoppala. Ich werde beschossen, vielleicht sollte ich mich erst darum kümmern. Dankeschön. Ich spiele das Ganze übrigens natürlich mit dem Controller. Wow. Aua. Oh, jetzt stelle ich mich doof an. Richtig doof an. Okay, wunderbar. Die Tür müsste offen. Ach nee, die muss ich erst aufmachen. Alright. Wir sind jetzt tatsächlich gleich an dem Ort angekommen, wo ich, wo Schicht im Schacht, wo Ende. Vielleicht öffnet der Schalter das riesige Tor. Ja. Tut es, aber natürlich auch wieder neue Gegner. Aber die sollten ja eigentlich kein Problem mehr darstellen mit unseren neuen tollen Fähigkeiten. Nicht wahr? Vor allem, weil ich die Gegner damit tatsächlich festfrieren kann. Das ist auch interessant. Komme ich wieder raus, bitte? Dankeschön. Dun, dun, dun. Die Gilde sucht hier schon so lange nach Schätzen, aber keiner hat je versucht, eine Karte zu zeichnen. Okay. Ich schätze, sie hatten alle Wichtigeres zu tun. Genau wie ich. Okay, es gibt auch Falldamage, eindeutig. Das hat gerade wehgetan. So, genau. Bis hierhin haben wir gespielt und nicht weiter. Ab jetzt ist wieder alles blind. Wo kommt ihr nur alle her? Wunderbar. Kein Wunder, dass die hiesige Kultur untergegangen ist. Aua. Einer weniger. Mit dem Controller übrigens gar nicht mal so leicht. Wunderbar. Das Game hat Multiplayer? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß ich nicht. Wäre lustig, aber also es macht tatsächlich gameplay-technisch ist es halt ein stumpfes Hau drauf, was mir aber auch gerade tatsächlich Laune bereitet. Muss ich gestehen. Ja, komm, mach mal auf hier. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert. Außer, dass neue Gegner kommen.
Sehr schön. Aber irgendwie kriege ich kein Leben dazu, obwohl ich angeblich Leben dazu kriege. Das möchte ich mal irgendwie anmerken. Ich sehe nicht, dass mein Leben steigt. Das sind noch mehr Jäger. Und noch ein neuer Gegnertyp. Was geht hier vor? Würde mich nicht wundern, wenn ich hier auf eine Gruppe Touristen treffe. Hier ist alles möglich. Vor allem diese Sätze ergeben so viel Sinn. Neuer Gegner. Verlorene eingeborenen Seele. Aha. Giftspinne. Menschen. Chaos-Speer. Ihr nennt die Gegner Menschen, ist auch geil. Was sind noch mehr? Kann ich mit ihm reden? Ich muss einen anderen Weg geben. Die sehen wie Parasiten aus. Wenn ich sie zerstöre, kann ich die Korallen benutzen, um zur anderen Seite zu kommen. Schieß mit einem Gewehr auf diese Ungeziefer, um Korallen zu befreien. Kann ich mit dem reden? Oder hätte der gar nicht überleben sollen? Du hast doch keine Lust, irgendwie Konversation mit zu betreiben. Nö, warum auch? Kann ich eigentlich mit meinem Kompass hier irgendwie Schätze sehen? Ich glaube schon. Rubinamulett. Erweitert den Wirkungsbereich schwerer Treffer. Ja, mache ich. Schön. Werden hier jetzt schon ultra stark. Naja, hält sich in Grenzen, aber fast. Wie sieht's weiter aus? Ja, nö. Okay, wir müssen hier drauf schießen, nehme ich an. Vielleicht ist das eine vulkanische Lebensform. Was sie an den fliegenden Korallen wohl so besonders fanden. Gut, ich mag sie ja auch. Wow, da unten ist was. Ich glaube, das war nicht geplant, oder? Und zweimal bin ich gestorben. Solo-Spielzeit 10 Stunden. Ja, deswegen spiele ich es ja auch. Das ja. Profi am Werk. Für Fans von Hack'n'Slash leicht bekleideter. Ja! Eieiei. Was ist das? Endlich habe ich etwas Zeit gefunden, die gesammelten Proben eingeschätzt zu sehen. Die Strukturen der meisten ähneln denen unserer Welt. Doch es scheint alles von einer neuartigen Substanz durchströmt. Sie befindet sich in Blüten, Blättern und Rinden der Bäume. Genauso wie in Blut und Knochen der Lebewesen. Etwas derartiges habe ich noch nie zuvor gesehen. Doch ich muss zuerst noch mehr darüber in Erfahrung bringen, bevor ich eine Hypothese wagen kann. Ich habe das letzte Mal alle also auch 2 und 3 gefunden. Es tut mir sehr leid, ich muss jetzt wieder aufpassen, dass ich wirklich alle finde. Ich habe das vergessen, dass die ja überall rumliegen. Heißt so viel wie, ich versuche jetzt natürlich wieder kein einziges Schriftstück zu übersehen. Leider habe ich 2 und 3 jetzt schon vergessen. Hallo Alex. Das tut mir sehr leid. Ja, ich habe das komplett vergessen gehabt. Kriege ich jetzt schon wieder eine neue Fähigkeit oder was? Ich kriege jetzt nicht noch eine neue Fähigkeit, oder? Alter, mal sehen, was ich dieses Mal bekomme. Tatsächlich. Zwei Sachen, entweder Brand oder schwere Treffer. BA. BA? Solange es einen schweren Treffer bei vor dir stehenden Feinden. Ich mache schwere Treffer. Ermöglicht zum Feind hinzupreschen. Achso, ich brauche ja erstmal wieder Punkte. Richtig, natürlich. So, und jetzt. Ah ne, das war die falsche Attacke. Nein, nein, das ist meine Attacke, die ich sowieso schon kann. Entschuldigung, gerade falsche Attacke gemacht. I'm sorry. Ich muss ja jetzt, Moment. BA.
Oha. Das ist eine schwere Attacke. Und theoretisch habe ich auch einen Ring an, der die Reichweite der schweren Attacke erhöht. Das finde ich doch ganz nett. Zumindest, also. Falsch, andersrum. Ich will immer zuerst A drücken und dann irgendwas anderes. Das ist ein bisschen. Wunderbar. Interessant, wie schnell wir hier Sachen lernen. Also irgendwie LT anvisieren, RT preschen. Okay, wissen wir Bescheid. Achso, ich kann die auch, okay, ich kann die auch schnetzeln. Alles gut, okay. Was das wohl ist? Ist das der erste Boss? Ist das hier ein Boss? Tatsächlich, ich glaube, es ist der erste Boss. Bist du hier, um durch das Portal zu treten? Das kommt drauf an, wo es mich hinführt. Der Weg hat keine klaren Grenzen. Nur die Portale weisen die Richtung. Dieses Portal ist die einzige Option für dich. Ich verstehe das nicht. Hat das irgendwas mit dem Schatz im Drachentempel zu tun? Der Weg ist der wahre Schatz von Dragonland. Und er endet am Drachentempel. Dort wirst du zu dir und zu wahrer Macht finden. Mach dich bereit, denn es ist Zeit, mit der Aufgabe zu beginnen. Mit der Aufgabe. Du bist auf einen neuen Feind getroffen. Und zwar der Torwächter. Cool. Also irgendwie funktioniert das nicht ganz so, wie ich es haben will. Aua. What happened? Was das wohl ist? War ich gleich wohl? Ich? Ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Der kann ich jetzt überspringen. Bitte. Bist du hier? Überspringen. Durch das Portal zu treten. Überspringen. Hallo. Das kommt drauf. Ja, tatsächlich, es geht. Okay. Also es scheint irgendwie. Also ich bin mir. Wow, okay, ich muss diesen Raketen unbedingt ausweichen. Okay, erster Arm ist kaputt. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Oha, Baller. Ich habe mein PC, mein Zimmer komplett umgeräumt. So, und jetzt? Oh, hier ist was. Gestern. Ach wirklich? Gestern trafen wir auf einen humanoiden Eingeborenenstamm. Leider waren sie uns nicht freundlich gesinnt und bewarfen uns mit Speeren, als wir den Fluss überquerten. Sie sahen zwar fast wie Menschen aus, trugen Rüstungen und Waffen, waren aber viel zu aggressiv, als dass man es wagen hätte können, Kontakt aufzunehmen. Sie warfen unaufhörlich auf uns. Wir mussten sie erschießen, um uns selbst zu schützen. Ich habe Teile ihrer Rüstung aufbewahrt.
Sie besteht aus Tierknochen und menschlichen Gebeinen. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift. Dass die Cam leckt, liegt daran, dass es eine uralte Cam ist. Also eine uralte Cam, das ist noch eine Microsoft Messenger Webcam, die damals extra... Oh, da ist ein Schalter. Moment mal, hier sind mehrere Schalter. Moment. Ich finde hier gerade was raus. Schlag mal zu. Okay, das ist vielleicht doch keine so gute Idee. Was soll ich denn tun hier? Okay, zuschlagen. Ich habe irgendwie gerade nicht so wirklich die Ahnung. Was jetzt? Ich bräuchte irgendwie was Leben. Hallo Syr. Okay, viele bunte Smarties. Ich meine, viele bunte. Der Stream wird wohl, wie viel Uhr haben wir? 21.09 Uhr, also der wird wohl auf jeden Fall noch so anderthalb Stunden oder was gehen. Also Minimum. Anderthalb Stunden wird mit Sicherheit noch sein. Wahrscheinlich auch zwei Stunden. Ich glaube, sie hört mich gar nicht. Kann das jemand schreiben? Schön, dich wiederzusehen. Wie heißt du überhaupt? Ich bin der Geist des Drachen. Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe tief in deiner Schuld. Und was führt dich hierher? Ich weiß, warum du hier bist. Du brauchst dazu meine Hilfe. Ich kenne die Insel gut. Ich kann dir helfen, zu finden, wonach du suchst. Wirklich? Hast du zufällig irgendwo einen kräftigen Mann gesehen? Du musst von deinem Partner, Zero, sprechen. Ja, weißt du, was mit ihm ist? Tut mir leid. Ich habe nur mitgehört, wie du am Altar von ihm sprachst. Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Hast du mich belauscht? Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Nur nicht so voreilig. Ohne mich wärst du nie lebend aus der Höhle herausgekommen. Du hast mich also gerettet? Wie hast du das gemacht? Es ist leichter, wenn ich es dir zeige, statt es zu erklären. Also, möchtest du dieses Portal öffnen? Klar, versuchen wir's. Kann jemand schreiben, dass... Was müssen wir machen? Der Altar hat dir zusätzlich zu dem, was du schon konntest, verschiedene weitere Fähigkeiten gegeben. Du musst sie nur noch erforschen. Zuerst machen wir einen Zeitsprung. Konzentriere dich. Ganz recht. Damit kannst du an mehreren Orten gleichzeitig sein. Woher kommt diese Fähigkeit? Es liegt an Dragonland. Hier erwachen unsere Urinstinkte und das Wissen unserer Vorväter. Es schlummert alles in uns selbst. Wir wissen mehr, als wir glauben. Okay. Versuche dich gleichzeitig auf beiden Schalter am Boden zu stellen. LB gedrückt halten. Ah, okay, ich verstehe. Also ich muss mich hier hinschalten, hier stehen bleiben.
Dann rübergehen und jetzt drücken. Ne, ihr könnt ihr sagen, dass der auf jeden Fall noch 2 Stunden an sein wird. Ich bin gerade etwas verwirrt. Gut, das Portal ist offen. Geh hinein. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wow, diese Magie macht mich noch verrückt. What? Ich verstehe dieses Prinzip hier gerade nicht. Ich verstehe dieses Prinzip von diesem Zeitsprung gerade nicht. Und dann lässt man den ablaufen, oder was? Ich bin arg verwirrt gerade. Also das mit dem Zeitsprung habe ich nicht verstanden. Das ist mir gerade zu hoch. Also absolut, das ist mir gerade absolut zu hoch. Oh, wir kriegen schon wieder neue Fähigkeit. Brand. Ich kann nur Brand lernen. BX. Meisterliche Kältestärke. Kritischer Treffer. Schwere Treffer kann doppelten Schaden verursachen. Kopfschussrage. Kopfschüsse mit Gewehr verleihen zusätzliche Rage. Interessiert mich nicht. Schwerer Treffer kann doppelten Schaden verursachen. Ist ganz cool. Der Kältestärke hat eine größere Reichweite, so können kältestärke Zauber noch weiterentwickelt werden. Der Brand hat eine größere Reichweite, hier können. Nein, ich möchte gerne tatsächlich den kritischen Treffer haben. Doppelter Schaden klingt super. So, jetzt kann ich Brand machen. Moment, jetzt hole ich natürlich erstmal wieder hier. So, und das ist Brand. Okay. Habe ich mir schon. Ich meine. Ist halt das gleiche wie. Ist halt das gleiche wie Frost, nur in Feuer. Also halt statt einfrieren, verbrennen. Macht in dem Sinne mehr Schaden. Aber ich glaube für den Schaden werde ich allgemein eher die schwere Attacke benutzen. Ist wie in Dark Souls 2. Einer stellt sich auf den. Nein, eben nicht. Ich steuere den zweiten Geist nicht. Also ich kann jetzt hier die Zeit sprudeln und dann läuft er anscheinend zurück, da wo ich stehe. Stand. Stund. Wieso das Chaos? Bin ich jetzt in Dark Souls? Darksiders meine ich? Sei bereit, die Aura der Ordnung um dich herum aufzubauen. Sie schützt dich nicht, verschafft dir aber Vorteile. Bleib während eines Kampfes innerhalb der Aura, um zu überleben. Bitte was? Das Spiel überfordert mich gerade komplett. Drücke nach oben, um einen Ordnungszauber zu wirken. Das ist runter. Das ist links, das ist rechts. Das ist oben. Oben geht nicht. Ich kann nicht nach oben drücken. Im Dunkeln verstecken sich Monster. Drücke, um einen Ordnungszauber zu wirken. In Chaos- und Ordnungszonen kannst du den Zeitsprung nicht einsetzen. Also Zeitsprung geht gerade nicht. Ich kann auch nur total behindert laufen. Oha, jetzt habe ich es geschafft. Achso, halt. Ah, okay. Ich kann mich jetzt... Ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. Okay, ich verstehe. Ich kann also hier so Barrieren aufbauen, mit denen ich mich fortbewegen kann, ohne da irgendwo. Hey, ihr Monster, seid ihr hier? Was ist das für eine scheiß Frage? Ist sie doof? Du hast einen neuen Feind getroffen. Oh, Hallöchen. Chaosmonster. Bin ich hier gerade noch in meiner... Es sind so viele. Einfach unglaublich.
Ich sehe auch gerade irgendwie nicht so wirklich viel. Ich weiß nicht genau, wo meine Blase ist und wo nicht. Also, oder ob die kaputt geht oder nicht. Ich habe irgendwie ein klein wenig die Orientierung, glaube ich, verloren. Sind die hässlich? Sehen aber trotzdem wie Menschen aus. Ich wünschte, ich würde das Loch finden, aus dem die alle rauskriechen. Dann würde ich es zustopfen. What a finishing move here. Also, wofür ist jetzt dieser Ordnungszauber ganz genau da? Weiß keiner, ne? Könnte ich mal bitte ganz kurz... Also so ein bisschen verwirrt mich das Spiel gerade schon. Das soll mir irgendwie Vorteile bringen. Okay. Ich nehme das mal so hin, dass mir das Vorteile bringt. Bringt mir Vorteil. Also es ist eine Ordnungsmagie. Ich habe... Ja, also wir können so ein Feld machen. So. Ist mir jetzt egal. Soll sie mal... Also... Okay. Sie warten schon auf mich. Woher wissen die, dass ich hier bin? Bin ich wirklich so laut? Naja, bei deinem ganzen Rumgestöhne würde ich behaupten, ja, bist du. Zombie-Speerwerfer der Eingeborenen. Was haben wir sonst noch? Zombie-Kämpfer der Eingeborenen. Und Chaos-Monster, okay. Haben wir irgendwo noch... Okay, wir haben nur... Den einen... Au! Au! Ich behaupte mal, diese Zone, wofür ich dieses Dingens brauche, ist schon vorbei. Bin ich gerade der Überzeugung von... Anatomie 101. Was ist das? Ich muss einen Obelisken zerstören, um an der Chaosmauer vorbeizukommen. Und solange Wächter in der Nähe sind, ist er unverwundbar. Aha, okay. So, ich muss einfach nur alle Gegner töten und dann kommt man da vorbei. So verstehe ich das gerade. Okay. Dankeschön. Versuch es zuerst mit einem Gewehr. Schieß auf das Monster. Lauf um es herum und dreh die Zeit zurück. Du schaffst es. Die Sache mit dem Zeitsprung ist nicht gerade einfach für eine Sterbliche. Ich soll auf sie schießen und dann die Zeit zurückspulen. Warum geht er jetzt auf mich und nicht auf den Zeitsprung-Typen? Da, jetzt schießt er auf den. Hä? Nutze mehrere Zeitsprung-Klone. Wollt ihr mich Das überfordert mich vollkommen. Das überfordert mich komplett. Ich verstehe das nicht. So, ich spule jetzt mal nochmal zurück. Eventuell habe ich verstanden, was die meinen. Eventuell kann ich das komplett hochhandeln, sodass ich hier gleich... Okay, ich glaube, ich habe verstanden, was... ...mit einer gewaltigen Keule. Ist dir das Teil nicht zu schwer? Sein Schild ist uns... Endlich konnten wir losfahren. Aber der Wind über der Insel war zu stark. Und wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren. Doch wenigstens können wir fliehen und entfernen uns immer weiter von dieser gottverdammten Insel. Die Männer sind alle froh und glücklich. Doch ich persönlich fühle mich unwohl und kann nicht schlafen.
Um uns herum ist meilenweit nichts als der unendlich düstere Ozean. Trinkwasser und Lebensmittel an Bord reichen für höchstens eine Woche. Hoffentlich haben wir weiter günstigen Wind und stoßen auf Land, bevor unsere Vorräte zur Neige gehen. Jay Moran, Kapitän. Okay. Zerstörbar, Ayumi. Du solltest diesen Feind von hinten angreifen, wenn er dich lässt. Nutze dafür den Zeitsprung. Okay, hier irgendwo ist ein... Da oben ist, glaube ich, was, wo ich hin will. Oh, halt, ich bin Gegner. Kann das sein? Lass mich raten, ich kann... Soll ich von hinten angreifen? So was? Ich könnte das jetzt mit mehreren Klonen machen, muss ich aber gar nicht, wa? Oder doch? Siehst du mal. Ich brauche dafür keine Zeitklone hier. Ach so. Ja, das reicht ja. Ah. Du lernst schnell. Ich muss mit Dopp. Oh Gott, kommt schon, wirklich. Komm jetzt auch irgendwie wieder. Da kommt schon die nächste Zombie-Horde. Seit wann sind das Zombies? Könntest du mal aufhören, mich hier zu nerven? Dankeschön. Das nimmt kein Ende. Das tut es tatsächlich nicht. Ich krieg das hin. Nein, tu nicht sowas. Bitte nicht. Für dich muss ich jetzt ernsthaft... Da kommen wir immer mehr. Das war ja ernst. Stirb. Ach so. Ah, ich verstehe. Das sind... Moment, das ist so ein... Yes, okay. Das ist so ein Doppelmoppelgegner. Ist der tot? Der hier muss ich, glaube ich, zweimal töten. Oha. Was? Ich glaube, ich sterbe jetzt gleich. Kann ich nicht... Ach genau, ich komme mich doch heilen, genau. Ey, könntest du aufhören, mir weh zu tun? Und er ist sogar tot. Nein, 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 nein! Oh, Gottes Willen! Ja. Spaßig. Da kommt schon die nächste Zombie-Horde. Ja, ich mach... Das ist irgendwie ein wenig zu viel. Gerade. Also irgendwie bin ich gerade leicht überfordert. Also überhaupt nicht. Also ich meine, das Spiel hat so viele verschiedene Arten und Weisen, irgendwas anzugehen. Das hätte in 15 Spiele reingepasst. Aber hey, ist okay. Kann erstmal diese Speerwerfer weg. Fände ich übelst nett. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zu euch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Halt dich mal. So, pass auf, der schlägt den jetzt zu und jetzt sprudel ich das zurück. Und dann kann ich ihn doch bestimmt nicht. Doch. Töten. Dankeschön. Jetzt hat der einer schon wieder ein Schutzschild. Okay.
Okay, der ist auch tot, nehme ich an. Ich hätte gerne mal ein paar weniger von euch. Muss nur anfangen zu treffen. Oha. Irgendwie bin ich gerade extrem verwirrt und überhaupt. So, tötet ihn, bevor er irgendwas anderes macht. Was war das denn jetzt? Tu's nicht, nein, 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 nicht. Stirb einfach. Stirb. Um Gottes Willen. Okay, das müsste auch Finishing sein. Mein Gott. Ich verliebe mich gerade in diese Korallen. Ich klatsch dir gleich eine, Frau. Ohne Scheiß. Du verliebst dich gleich in die Korallen. Kannst mich auch mal, kreuzweise. Ein Silberring. Was bringt der? Verlängert die Wirkdauer von Feuermagie. Ja. Hoppala, Entschuldigung, falsche Taste. Ja, es ist egal, ist okay. Solange hier mal aufhören, irgendwie. Solange die Gegner hier mal aufhören, irgendwie zu spawnen. Ich echt. Würde ich richtig feiern. Kann ich. Nö. Ich kann nicht schwimmen. Bringt der Kompass noch. Nein, okay. Es ist alles so, wie es sein soll. Eieieiei, was ist denn mit dem Spiel nicht okay? Okay, also es hat mir viel zu viele Mechanismen. Ah, Ayumi, endlich. Gildenmeister, wie hast du es geschafft? Wir haben keine Zeit, Ayumi. Der Kontakt kann jederzeit abbrechen. Hör bitte zu. Ich muss dich warnen. Es ist schon seit langer, langer Zeit kein Mensch mehr aus Dragonland zurückgekehrt. Es gibt eine weitere Teleportkugel weit im Norden beim Drachentempel. Sie wurde verwendet, um zwischen der Insel und unserer Welt hin und her zu reisen. Aber es scheint, als werde sie zurzeit durch irgendetwas gestört. Du machst wohl Witze. Und trotzdem lockst du weiter deine besten Leute mit der Aussicht auf Schätze hierher? Ayumi, Dragonland war noch nie ein sicherer Ort. Nicht viele Schatzjäger sind zurückgekommen. Aber die Besten haben es immer geschafft und sie sind mit Unmengen an Gold zurückgekehrt. Das ist so eine Art natürliche Auslese. Ayumi, ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Hintergründe zu erkunden. Gildenmeister, was ist mit Zero, meinem Partner? Ist er hier? Gildenmeister! Wer weiß, wer weiß. In was für ein Schlamassel bin ich da nur wieder reingeraten? Ich denke, der alte Mann hatte recht. Ich habe auch von der zweiten Teleportkugel gehört. Sie existiert wirklich. Trotzdem musst du Geduld haben, Ayumi. Denn es ist noch ein langer Weg bis zum Tempel. Ich mache mir Sorgen um Zero. Der Gildenmeister hat ihn kein einziges Mal erwähnt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Zero lebend aus der Gilde herausgekommen ist. Wenn er so ist wie du, dann hat er es sicher geschafft. Oh, wir aufmuntern. Ich muss Zero finden und ihn warnen. Alle unsere Vorräte sind jetzt aufgebraucht. Gott sei Dank hat es gestern geregnet. Und wir konnten etwas Trinkwasser auffangen. Doch wenn wir nicht bald auf Land stoßen, werden wir noch alle sterben. Sofern wir nicht vorher schon verrückt geworden sind.
Robert hat sich erhängt. Und Clark sprang über Bord nur wenige Stunden, bevor es anfing zu regnen. Aber ich werde bis zum letzten Tropfen Blut kämpfen, verdammt. Oder eben bis zum letzten Tropfen Wasser, je nachdem. Jay Moran, Kapitän. Ich weiß nicht, was diese Sachen mit dem jetzigen Spiel gerade zu tun haben. Also mit dem Schiffskapitän. Irgendwie habe ich den Zusammenhang noch nicht klar begriffen. Oder kommen wir jetzt gleich an irgendein Schiff? Vielleicht? Oh mein Gott, das ist ja ein riesiges Luftschiff. Scheint, als wäre es vor langer Zeit hier abgestürzt. Es ist zugewuchert, fällt aber noch nicht auseinander. Kein Kommentar. Ich, da ist eine Wand. Okay. Da hast du dein Schiff. Ja, so ungefähr, genau. Da habe ich mein Schiff. Tatsächlich. Was hat dieses Spiel hier eigentlich für eine Metascore-Wertung? 40? 50? Weniger? Falsche Taste. Das Chaos verhindert, dass du die Truhe sehen kannst. Sowas geht? Wo ist denn hier Chaos? Das Chaos verhindert, dass ich die Truhe sehen kann. Woher wusste ich, dass da Chaos ist? Topassammlung. Feinde Frostangriffe bewirken weniger Schäden. Was hab ich gerade? Nee, ich bleib bei meinem. Woran sehe ich Chaos? Wo findet man das? Ja, keine Ahnung. Vielleicht bei Steam? Ich kann wahrscheinlich selbst nachgucken bei Steam. Ach, jetzt kann ich auch hier weitergehen. Auf durchs Wasser. Einmal eine Runde planschen. Okay. Und wahrscheinlich wieder mit ganz vielen Gegnern. Und es geht hoch hinaus. Okay. Dies ist der Chaos-Schlitzer. Was für eine üble Kreatur. Der sieht aber gar nicht nett aus. Warum läuft er hier allein rum? Was? Hä? Das ist der Chaos-Schlitzer. Ein sehr gefährliches Monster. Versuche ihn mit dem Zeitsprung abzulenken. Oh Mann! Nein! Verdammt! Ich kann soweit noch nicht zurückspulen. Ich bin so tot. Ist er weg? Nee, ist er nicht. Was? Das ist der Chaos-Schlitzer. Ein sehr gefährliches Monster. Versuche ihn mit dem Zeitsprung abzulenken. Oh Mann, nein, verdammt! Laufe ich dir natürlich hierher, ich Idiot. Er ist weg. Na endlich. So, wir haben die immer noch die gleichen Sachen hier. Will ich lieber Kälte? Kopfschüsse. Ich bleib bei der Kälte. Metacritic. 63 von 100, okay. Ich kann noch mehr. Kopfschussrate. Okay, wir können uns da hochziehen. Danke für diese wunderschöne. Das Geisterschiff. Das Schiff scheint von Menschen gebaut worden zu sein. Was wohl mit der Mannschaft passiert ist?
Okay. Das ist natürlich eine Frage, die wir uns allen stellen, was mit der Mannschaft passiert ist. Vor allem, warum soll ich eigentlich das Ding benutzen, wenn ich auch einfach hochklettern kann? Ach, ich frag lieber gar nicht erst. Hier müssen Gegner zerstört werden, bevor ich das den... Also der ist gerade unbesiegbar wahrscheinlich. Eine Falle. Wer hätte das für möglich gehalten? Eine Falle. Das hätte ich ja fast nicht gedacht. Oh shit, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Wie viele von euch kommen denn hier noch? Jetzt verstehe ich. Selbst wenn die Crew überlebt hat, ist sie geflüchtet. Ich verstehe aber immer noch nicht, wozu man so ein großes Schiff braucht. Es ergibt nicht viel Sinn hier in Dragonland. Hier in Dragonland. Eieieiei. Da haben wir wieder... Chaos. Wow. Es lässt niemanden los. Bitte nicht. Ich habe jetzt keine Lust, wieder irgendwelche Gegner mit irgendwelchen Sonder-Special-Zeitsprung-Moves zu töten. Ich bitte dich, Spiel. Tu mir das nicht schon wieder an. Danke. So, das Chaos lässt niemanden los. Wie darf ich das verstehen? Ist hier wieder irgendwas, oder? Ich habe etwas. Entschuldigung. Ich habe etwas Zeit zum Schreiben. Wir trauten unseren Augen kaum, als wir am Horizont endlich Land sahen. Nur 6 von uns hatten überlebt. Und da lag endlich Land vor uns. Doch als wir uns näherten, merkten wir, dass wir die verdammte Insel nur umrundet hatten. Der Wind hatte uns zu unserem Startpunkt zurückgebracht. Dann ist die Legende also wahr. Und es gibt keinen Trennen. Der Wind ist stärker geworden. Und das Schiff ist wohl auf die Felsen aufgelaufen. Es stimmt schon. Niemand entgeht seinem Schicksal. Darum leere ich jetzt noch die Flasche rum, die eigentlich für bessere Zeiten gedacht war. Ich werde noch bis zum nächsten Altar spielen. Ich nehme sehr an, irgendwo demnächst kommt wieder irgendwo irgendwann ein Altar. Apropos, gibt es irgendwo Schätze? Nein. Und dann sieht so aus, als wäre da ein Durchgang. Machen wir mal eine Pause mit diesem Spiel. Eine Schatzjagd? Ha, du hast ja keine Ahnung. Es gibt keinen Schatz, Mädchen. Und warum sollte mir das was ausmachen? So dumm bin ich auch wieder nicht. Es gibt nur einen Grund, warum wir alle hier sind. Aber weißt du was? Es gibt nichts. Nicht mal ein Körnchen Gold. Aber wenn du damit nicht nach Hause zurück kannst, ist es ohnehin nutzlos. Das kann nicht sein. Und warum ist die Gilde dann so reich? Ach, nun tu doch nicht so ahnungslos. Denk daran, was sie dir wegen Dragonland versprochen haben. Wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden. Aber wir haben einen Plan. Wir reparieren ein Schiff, um diese verdammte Insel zu verlassen. Du kannst gern bei uns bleiben und uns helfen. Schiff? Wollt ihr etwa fliegen? Mach mal die Augen auf. Hier sind überall fliegende Korallen. Sie werden unser Schiff in die Luft heben und so kommen wir von der Insel weg. Ihr glaubt, das wäre so einfach? Wir sind in einer komplett anderen Welt. Hör auf, so zu tun, als wüsstest du alles über Dragonland. Außerdem bist du neu hier. Ich würde dir wirklich empfehlen, dich uns anzuschließen. Danke für die Einladung, aber ich traue keinen Fremden. Ich bin Michelle. Jetzt, wo wir uns kennengelernt haben, kannst du mich zu unserer Basis begleiten. Wir haben einen Plan, wie wir überleben können. Und Leute, die wie du auf der Insel herumstreunen, machen uns nur Probleme. Ah, wie du meinst. Nur ein gut gemeinter Rat. Bleib dem nördlichen Teil der Insel fern. Das ist besser für uns beide. Ich dachte, du wolltest. Ich mag sie nicht. Ach wirklich, das wäre mir nicht aufgefallen. Gut, dass du mir das gesagt hast. Diese Michelle scheint von ihrem Plan wirklich überzeugt. Hältst du das denn für möglich? Die Insel mit einem Schiff zu verlassen? Sicher nicht. Ich frage mich nur, warum Michelle das glaubt.
Und was, wenn sie das gar nicht tut? Eben. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir mit ihren Freunden sprechen. Ich wollte sagen, ich sah da schon gerade was. Hey, wieso? Seit wann? Was zum? Nein, 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 nein. Haben wir da unten jetzt eigentlich alles? Ich weiß es nicht. Wow. Amazing. Also man stirbt hier so schnell wie ich weiß nicht was. Guckt euch mal, wie viel Schaden kriege ich denn hier? Hallo. Ist gut jetzt. Das gibt's doch nicht. So, wollt ihr mich verarschen? Ich bin mal wieder grandios. Oh nein, nicht schon wieder los. Es ist eine Freude, deinesgleichen zu sehen. Menschen ziehen immer planlos dumm. Umher. Sie kommen um ihre Lebenskraft gedankenlos dem Chaos zu überlassen, um uns Macht zu geben, uns zu erfüllen. Vorsicht, Ayumi. Er ist ein gefährlicher Gegner. Stürz dich nicht in den Kampf. Bring zuerst mehr über ihn in Erfahrung. Er kennt viele Zauber. Du willst neue Seelen? Bist du sicher, dass du da nicht platzt? Geh mir aus dem Weg. Wow. Hast du Angst vor einem direkten Kampf? Also das ist irgendwie gerade einfach. Boah, da falsche Taste. Easy. Very easy. Very, very easy. Also der war jetzt... Dieser Schamane war ein Diener für den Hüter des Chaos. Ein Seelensammler. Was steckt eigentlich hinter der ganzen Sache mit dem Chaos? Es brach eines Tages einfach über uns herein. Der Hüter des Chaos war so mächtig, dass nicht einmal die Drachen ihm widerstehen konnten. Heißt das etwa, der Hüter herrscht jetzt über alles? Nein, nicht ganz. Soweit wir wissen, ist der General des Chaos der Herrscher. Er hat sich oben im Norden niedergelassen. Wir müssen sein Hoheitsgebiet durchqueren, um die Teleportkugel im Drachentempel zu erreichen. Okay, hallo Schüttloch. So, hier, wie gesagt, der letzte... Also, ich sagte ja, ich spiele bis zum nächsten Altar. Hier haben wir den nächsten Altar. Gleitattacke. Verursacht während des Gleitens. Gleitens? Gleitens? Was für Gleiten? Mehr Rage, also von Kombos und Magie. Die Kältestarre belegen eigene Waffen mit Magie.
Okay. Boah, jetzt habe ich Hunger auf Eis. Ich weiß nicht warum, aber jetzt habe ich Hunger auf Eis. Garage wird bei... Mehr Rage durch Einsatz von Kombos und Magie. Ja, ganz ehrlich, ich würde es gerne haben. So, da haben wir jetzt... Jetzt kriegen wir unsere Gleitattacke. Immer falsche Taste. Ah. Ich verstehe es irgendwie gerade nicht. Moment. Plus RT. Rechte... RT ist das da. Das war schon wieder die falsche Taste. Ich bin schlau. Ich bin richtig gut. Ich bin heute ja richtig... Hä? Was sollte das jetzt darstellen? Drücke B und RT. Das ist das. Das mache ich doch. Oder muss ich so machen? Nee, auch nicht. Hä? Ich verstehe. Feuer so lange auf Feinde, bis das erste Symbol Rage angeleuchtet erzielt. Gleitattacke. Okay, also B und den. Ich gehe durch die durch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Moment, da war was. Was hatte das jetzt zu bedeuten? Moment. Kann mir das doch mal kurz jemand erklären? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ah, das sah schon mal besser aus. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber... Doch, jetzt! Oh, ich habe einen getroffen. Was ist das für eine scheiß Attacke? Was ist das für eine grenzenlos beschissene Attacke? Aber jetzt weiß ich, wie sie geht. Opala. Oh, daneben. Ich bin schlau. Dankeschön. Das ist eine Scheißattacke. Ich muss mal gestehen, das ist eine Scheißattacke. Hoppala. So, hier geht's jetzt weiter. Ich würde aber gerne an sich speichern. Ich weiß aber nicht, wann er speichert. Nein, tu's nicht. Das wollte ich nicht. Wir gehen mal eben hier durch und gucken uns noch an, was da ist. Ich nehme an, dann speichert er auch. Ich nehme an, der dürfte hier drin speichern. Das ist meine Hoffnung. Vielleicht. Das sieht doch schon mal doll nach Speichern. Oh, das sieht eher nach Laden aus als nach Speichern. Oder er speichert bestimmt währenddessen. Das Lager mit Michelles Leuten ist hier. Das nächste Portal liegt direkt davor. Was für eine gute Gelegenheit, Michelles Meisterwerk zu betrachten. Wer weiß, vielleicht finde ich da sogar Zero. Michelles Meisterwerk? Und das soll was sein? Das Gebäude sieht heruntergekommen aus. Seitdem der Eingang versperrt wurde, hat es niemand mehr benutzt. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier irgendwie... Speichert er automatisch? Ich glaube, der speichert automatisch in der Stream Cloud. Vielleicht ist das auch ein Speicherpunkt. Kann ich hier irgendwie selbstständig speichern? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann machen wir hier mal einen kurzen Cut.